weil es so schön war, bleiben wir beim Thema Beziehungen. Ja, schwieriges Thema. Weil es so schön war, bleiben wir beim Thema Beziehung. Schwieriges Thema, muss auch gar nicht toxisch sein, dass es kompliziert ist. Manchmal reichen einfach nur ein paar Jahre Beziehung. Man gewöhnt sich aneinander, man weiß auch nicht so ganz genau, was läuft denn hier eigentlich gerade nicht mehr zwischen uns so gut. Und diesem Thema nimmt sich der Film Knochen und Namen an und erzählt viel darüber, warum manche Paare sich eigentlich trennen nach einer großen Krise und warum manche vielleicht zusammenbleiben und was eine starke Beziehung eigentlich ausmacht. Man kann sehr viel lernen aus dem Film und es ist auch total wertvoll, den zweimal zu schauen. Das habe ich zumindest getan. Und ich kann Ihnen auch empfehlen, den im Kino auf jeden Fall nicht zu verpassen. Knochen und Namen von Fabian Stumm. Wie können Schauspielende vor der Kamera eigentlich miteinander turteln und rummachen, ohne sich zu verlieben? Regisseur und Hauptdarsteller Fabian Stumm nutzt dieses altbekannte Gedankenspiel als Sprungbrett, um ein genauso intensives wie humorvolles Drama über Beziehung, Grenzüberschreitung und Schauspiel zu inszenieren. Jetzt seid ihr schon lange zusammen? Mhm. Ja, fast 8 Jahre jetzt. Mit wem musst du da eigentlich knuten? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob die schon besetzt ist. Hi. Hey. Bist du in ihn verliebt? Was? Willst du nicht reinkommen? Hast du dich in ihn verliebt? Nein. Das war ein Witz. Nee, das war kein Witz. Mann, Joni. Ach, du nervst. Frag mich doch nicht, wie ich's finde, wenn du es dann gar nicht hören willst, sagt Jonathan in einem Streit mit Boris. Sie diskutieren über das Schauspiel in einem Film, den sie gemeinsam gesehen haben. Ob es jetzt so rührselig war oder einfach nur rührend. Ihnen passiert, was so vielen Menschen in langjährigen Beziehungen passiert. Sie leben zusammen, aber nicht miteinander. Reden, aber sprechen nicht. Action. Schauspieler Boris spielt in seinem neuen Film einen Ehemann, der seine langjährige Partnerin betrügt. Es ist unklar, ob Boris die gespielte Chemie mit echter Anziehung verwechselt oder ob seine Beziehung mit Jonathan tatsächlich auf dem Spiel steht. Sag mal, hast du das auch? Was? Dass man was nach Hause mitnimmt. Zu Beginn erscheint das Schauspiel in Knochen und Namen etwas gewöhnungsbedürftig. Hölzern und theaterhaft. Doch das muss eine bewusste Entscheidung Stumms gewesen sein. Denn er hat viel über Inszenierung zu erzählen. Wo inszenieren wir uns im Alltag selbst? Welche Rollen performen wir in unserem Leben? Und wann sind wir ganz authentisch? Stumm hat ein reifes und gelungenes Filmstück geschaffen, das sehr genau analysiert, woran Beziehungen eigentlich zerbrechen. Meistens sind es gar nicht die großen Krisen, sondern die kleinen Momente, in denen man sich entfremdet hat. Ist die Beziehung nur noch das Herunterbeten derselben Textzeilen? Wie geht es dir? Ich liebe dich. Wie war dein Tag? Oder ist es wahre Liebe? Aufrichtiges Interesse? Knochen und Namen dürfen Sie im Kino auf gar keinen Fall verpassen.